heiliges Blechle. Naja, für jeden Autoliebhaber ist so ein Oldtimer zumindest subjektiv gesehen ein Highlight. Aber objektiv gesehen ist es ein Auto wie jedes andere auch. Es hat 4 Räder und bringt einen von A nach B. Jetzt ist die Frage, was die Versicherung hier für einen Unterschied macht. Der Unterschied von einer Oldtimer-Versicherung zu einer klassischen Pkw-Versicherung ist nicht wirklich groß. Ich brauche, wenn ich einen Oldtimer auf Österreichs Straßen bewegen will, verpflichtend auch eine Kfz-Haftpflichtversicherung. Und wenn ich das Fahrzeug rundum schützen will, empfiehlt es sich auch, eine Kaskoversicherung abzuschließen. Ein wesentlicher Unterschied dabei ist aber, dass die Versicherungsprämien für Oldtimer deutlich niedriger sind. Warum ist das so? Der Schadenbedarf für Oldtimer ist niedriger, weil sie in der Regel auch weniger häufig bewegt werden. Per Gesetz ist ein Oldtimer ein Fahrzeug, das mindestens 30 Jahre alt ist und in einer Liste des zugehörigen Ministeriums gelistet ist. Oder es ist ja 55 oder älter. Aber wie sieht das eigentlich die VAV? Bei der VAV gelten genau die gleichen Regeln, was den Oldtimer-Begriff anbelangt. Bei uns ist es auch so, ein Fahrzeug muss älter als 30 Jahre sein, dann kann man es bei uns als Oldtimer versichern. Es geht ja immer ums liebe Geld und im Falle der Versicherung um den Fahrzeugwert. Aber wie wird der eigentlich bestimmt? Wenn man bei uns einen Oldtimer versichern möchte, dann haben wir 2 unterschiedliche Zugänge. Ist das Fahrzeug weniger als 50.000 Euro wert, dann ist der Zugang bei der VAV relativ einfach. Ich kann eine Selbstbewertung vornehmen, ich muss ein paar Fotos an die Versicherung schicken und dann kann ich das Fahrzeug auch versichern. Hat das Fahrzeug einen Wert über 50.000 Euro, dann bestellen wir in der Regel einen gerichtlich beeideten Sachverständigen, der das Fahrzeug schätzt und daraus dann auch die Versicherungsprämie abgeleitet werden kann. Also bei diesem Wetter, da fährt man ja gerne mit dem Oldtimer, idealerweise noch mit dem offenen Oldtimer. Im Winter ist die Geschichte eine andere, da ist es auch nicht wirklich gesund fürs Fahrzeug. Aber wenn man jetzt da das Kennzeichen über den Winter zurücklegt, wie schaut es denn eigentlich mit dem Versicherungsschutz aus? Also wir als VAV empfehlen jedenfalls den Abschluss einer Kaskoversicherung für den Oldtimer. Warum? Weil auch im Winter bei zurückgelegten Kennzeichen und in einer Halle eingestellt, bei Brand oder Diebstahl das Fahrzeug entsprechend gesichert ist. Um sein Fahrzeug bei der VAV als Oldtimer versichern zu lassen, muss man ein Alltagsfahrzeug haben. Oder in Ballungszentren wie Wien, Linz, Salzburg oder Graz, da geht es auch, wenn man eine Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel hat. Oder man ist Carsharing-Nutzer. Wenn man also ein Auto hat, das 30 Jahre oder älter ist, sollte man sich einmal erkundigen, ob es der Definition eines erhaltungswürdigen Oldtimers entspricht. Weil dann wäre es natürlich gescheit, seinen Oldtimer auch als solchen versichern zu lassen.